Der Wolleholiker Mystery Call. Herzlich willkommen zum sechsten Teil des Wolleholiker Mystery Calls. Wolleholiker ist eine Handfärberei aus Bremerhaven in der Hafenstraße 37 und wir stricken zusammen ein Schaltuch. Doch nun möchte ich dich nicht länger mit bekannten Einzelheiten langweilen. Wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann lass ein Abo da, aktiviere die Glocke und schau in unseren Online-Shop, weil dies ist eine Werbesendung, Eigenwerbung, du siehst Stricknadeln, das kann man so verstehen. Und nun geht's los mit dem nächsten Teil. So, heute stricken wir Sternschnuppen. Sternschnuppen, auf diesen Part freue ich mich schon total. Wir stricken weiter mit der Hauptfarbe. Das ist die Hauptfarbe, die Kontrastfarbe, die Hauptfarbe, die Kontrastfarbe, die zweite Biese. Jetzt kommen wir wieder zur Hauptfarbe. Ich stricke ja mit Garn, das waren die Strickkits, eingefärbte Regenbögen. Für mich persönlich stricke ich einen Schal mit vier Strängen unserer handgefärbten Soft. Und das zeige ich dir diesmal nicht, sondern im nächsten Sonntagsvideo, wenn es denn wieder heißt, Sonntagszeit ist Videozeit. Doch nun lasst uns beginnen und starten mit den Sternschnuppen. Also, du strickst jetzt bis zu der Stelle, an der du eine Sternschnuppe haben möchtest und die verteilst du in deinem Segment, das genauso groß sein werden sollte wie die anderen, an einer Stelle, die du für richtig befindest. Ich stricke jetzt mal ein Stückchen vor, bis ein, ja gut, mache ich, nicht bis ein Regenbogen kommt, sondern jetzt stricken wir ein Sternchen. Das kennst du ja, habe ich dir auch im zweiten Teil gesagt, wie man diese Sternchen einhäkeln kann. Jetzt strickst du ein Sternchen ein. Eins, zwei, oder häkelst das ein, drei, vier, fünf, sechs. Ich habe jetzt mitgezählt, weil diese sechs Schlaufen, die ich jetzt eingefügt habe, verstricken wir zusammen mit dieser Masche, damit wir anschließend 5, 6, nicht plötzlich mehr Maschen auf der Nadel haben. So, die stricken wir jetzt einfach rechts zusammen. Du strickst rechts zusammen, wie du das gewohnt bist. Ich stricke osteuropäisch, das heißt, ich stricke etwas anders. So, 7 Maschen in meinem Fall. Vielleicht hat dein Sternchen ja nur 5 Strahlen. Meins hat diesmal 6. Und jetzt den Schweif der Sternschnuppe. 6 oder 7 Maschen links. Und dann geht's weiter mit rechts. Mit rechten Maschen. Ich zeig dir das jetzt nochmal. Ne, da ist der Stern und das ist der Schweif, die linken Maschen. Schweife haben wir hier ja schon mit linken mit kraus-rechts Rippen angedeutet und im unteren Part nur Sterne. Jetzt stricken wir Sternschnuppen. Und weil ich die Sternschnuppen persönlich so hübsch finde, deshalb habe ich mich auf diesen Part schon so richtig gefreut. So, ich stricke jetzt mal ein bisschen voran, bis ich zu einer Stelle komme, an der ich denke, dass ich dir die Sternschnuppe noch mal zeige. Und ich glaube, hier wären wir soweit. Eine Sternschnuppe. Hier habe ich ja den Schweif
Richtung links gestrickt. Jetzt stricke ich den Schweif in die andere Richtung. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist der Schweif und jetzt kommt die Sternschnuppe. Also der Stern an der Schnuppe. 1, 2, 3, 4, 5. Kriege jetzt nur 5 Strahlen. Heb ich diese 5 zusätzlichen Schlaufen auf die linke Nadel und stricke 6 Maschen rechts zusammen ab. Du machst das so, wie du das sonst auch machst, und dann geht's weiter mit rechts. Ich stricke osteuropäisch, das heißt, ich stricke meine linke Maschen komplett anders. Meine rechten liegen entsprechend, wenn ich Hin- und Rückreihe stricke, anders auf der Nadel, wenn ich glatt rechts stricke. Aber das ist so, das darf dich nicht irritieren. Wenn ich Maschen verschränkt stricke, dann sage ich das immer explizit dazu. So, ich drücke jetzt nochmal auf Pause. Strick ein bisschen nach oben, um dir das nochmal zeigen zu können. Ich möchte das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Rückreihe, falls du neu dazugestoßen bist, die stricken wir bis auf die Sternschnuppen in diesem Teil natürlich links, weil wir auf der Vorderseite glatt rechts stricken. Na, linke Maschen. Ich stricke ein Stück hoch, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt habe ich über die ersten Sternschnuppen, die ich dir gezeigt habe, 4 Reihen drüber gestrickt, befinde mich in der 5. Reihe und jetzt möchte ich dir noch mal eine zeigen. Und zwar stricke ich jetzt so lange voran, bis dann wird es nicht so ganz Ton in Ton, ein eingefärbter Regenbogen kommt. Und dann zeige ich dir nochmal den Stern mit der Sternschnuppe und ganz langsam mit der Sternschnuppe Richtung links. So, ja, ich dachte, das kommt früher, aber anscheinend doch nicht. Na, der Faden, der über meinen Zeigefinger gleitet, ist immer noch grau, aber jetzt kommt die Sternschnuppe. Es wird pinkig. Einer noch und jetzt geht's los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, das heißt, ich stricke 8 Maschen zusammen ab. Hups, ist der Lilale abgestürzt. Gerettet. So, das ist der erste. 1, 3, 6, 7, 8 zusammen rechts abstricken. Und den Schweif, dann mache ich mal 5 Maschen links, 3, 4, 5. Und bis zum Ende der Reihe rechts. So, ich stricke jetzt nochmal die Rückreihe links ohne dich.
Und dann zeige ich dir, ach, das, was du jetzt gehört hast, war mein Magen, der hat geknurrt. Und dann zeige ich dir, wie die Regenbogensternschnuppe komplett mit einer Reihe drüber, wie wunderschön diese Sternschnuppe aussieht. So, einmal Pause. So, und weil es so schön war, habe ich noch mal drüber gestrickt. Schau mal, wie schön unsere Sternschnuppen einfarbig und die Sternschnupfen mit den Regenbögen geworden sind. Das ist jetzt einer meiner Lieblingsparts in diesem Wollholika Mystery Call. Strick das wie gewohnt in deinen Abständen zwischen den Biesen und weil du bis zum Ende zugeschaut hast, verrate ich dir noch ein Geheim aus dem Hause Wollholika, dass ich mit einer anderen YouTuberin starten möchte. Ist noch ein bisschen ganz geheim, deshalb verrate ich dir auch nicht, dass die YouTuberin Freiweib heißt. Und am 21. Dezember startet ein neuer Wollholika Call. Kein Mystery Call, sondern ein ganz gewohnter Call und du kannst dich jetzt schon darauf freuen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Stricken. Deine Gabriele von Wollholika.